the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppler. Wie ihr in der letzten Folge noch sehen konntet, ist Joker auf der Flucht. Wir haben hier den Escarabeus kurz entschlüsselt. Wir hüpfen jetzt hier munter weiter als der dunkle Ritter. Dieser Wächter, das ist die Fledermaus! Oh! Ich zerleg dich in deine eigenen Teile! Alles okay, Kunde? Du meinst? Das wird dich verletzen! Ich ramme dir durch! Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Wie nett. Das hat sie doch echt nett gemeint, oder? Sie müssen das... Das ist richtig, ich muss es nicht. Ich will es haben. Okay, der muss sagen, einer kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot, verstanden? Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt eine dämliche Pflanze hier rein und hier muss die weg. Ja, er ist schon so gut wie tot. Ob das so gemeint war? Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen. Versteh nur, wer das ist, ne? Brennen deine Spitzenohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder... vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Verrückter Irrer. Hey, hey, Kinder! Hier ist euer freundlicher Onkel Jay. Irgendein Idiot, der sich als Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt.
Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist der einzige. Die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Batman ist so gut wie tot. Wisst ihr was? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ihr Jungs habt echt, was man braucht, um die Fledermaus zu besiegen. Von wegen! Mehr hast du nicht drauf. Ich will dich als Hand zurück. Komm schon, wo bist du? Zur Hölle damit! Los, Jungs! Er ist nur ein Mensch. Ein Mensch, der sich wie ein Verrückter anzieht und bis an die Zähne bewaffnet ist. Los, schnappt ihn! Mir gefällt das nicht. Wir haben es unter Kontrolle. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Ich wusste nicht, dass es so Schleichspielen wird. Lustig. Hört zu, Männer! Ich bin ziemlich sicher, dass das Gerücht, dass Batman Menschenblut trinkt, Unsinn ist. Glaub ich zumindest. Wir überwachen alle Punkte, uns kann nichts passieren, das weiß ich. Was zum... Oh Gott, ich hab ihn verloren! Was war das? Komm schon, zeig dich! Komm schon, wo bist du? Zur Hölle damit! Ah!
muss weinen. Wo geht's lang? Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet. Tja, es ist nie gut, einem Schurken zu helfen. Zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Okay. Hey, Batman! Ach, so geht die Tür auf. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ich passe auf Maria auf. Das verspreche ich. Entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham! Interessiert uns nicht. Wir kommen nach draußen.
Errungenschaft freigeschalten. Ja, nice. Okay. 2, 3, 4. Wow. Das sind ein paar Dutzend und der übelste Schacht, wo wir hin müssen. Auto immer noch vor der Intensivbehandlung parkt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Müssen wir jetzt zu unserem Auto? Ich denke schon. Beschütze das Batmobil. Okay. Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. We'll be right back.
house every other night.